Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Viele Unternehmen leiden unter der gestiegenen Komplexität, unter der gestiegenen Dynamik. Und die Frage ist ja, warum? Was man beobachten kann, ist das, was man Business-Theater nennt. Das ist, du kannst es dir so vorstellen wie auf einer großen Theaterbühne. Der rote Vorhang der großen Bühne wird durch die Marketingabteilung auf Hochglanz poliert. Der Vorhang wird gelüftet, die Akteure erscheinen auf der Bühne und das Spiel beginnt. Die Kostüme sitzen perfekt, die Masken wirken täuschend echt und doch weiß jeder, dass es nur Theater ist. Es ist nämlich nicht echt. Und jeder weiß, dass der Unterschied, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen Werte spielen und Werte haben. Doch während dieser Vorstellung zieht sich eine kleine Gruppe Geschworener unbemerkt auf die Hinterbühne zurück. Das, was nun was hinter der Bühne passiert, bleibt dem Zuschauer und vor allen Dingen dem Management verborgen. Denn in zentralistisch übersteuerten Unternehmen müssen die Akteure auf die Hinterbühne ausweichen, damit sie im Rahmen der, Luma nennt es die brauchbare Illegalität, die unsteuerbaren Vorgänge im Unternehmen so umgehen können, dass die komplexe Wertschöpfung weiterhin gelingt. Ich wiederhole den Satz nochmal, denn er ist wichtig. In zentralistisch übersteuerten Unternehmen müssen sich Menschen auf die Hinterbühne zurückziehen, um im Rahmen von brauchbarer Illegalität die unsteuerbaren Vorgänge im Unternehmen so zu umgehen, dass die komplexe Wertschöpfung weiterhin gelingt. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann kennst du die Unterschiede zwischen komplex und kompliziert. Das eine funktioniert eben nur mit Wissen, die komplizierte Wertschöpfung. Die komplexe Wertschöpfung ist auf Talent angewiesen und kann nicht vorher geplant und gesteuert werden. Und die Krux an der ganzen Sache ist eben, dass die formale Seite der Organisation, also die Führungskräfte, das Management, das, was auf der Vorderbühne passiert, glaubt, dass die Steuerung durch Regeln, durch Prozesse, durch Vorgaben etc. die gesamte Wertschöpfung erst ermöglicht. Dabei ist sie das Problem. Ja, der komplexe Anteil der Wertschöpfung gelingt nicht deswegen, sondern trotzdem. Der komplexe Anteil gelingt in diesen übersteuerten Organisationen nur, weil es clevere Menschen gibt, die sich unbemerkt auf die Hinterbühne geschlichen haben und dafür gesorgt haben, dass die Show weitergehen kann, um in dem Bühnenbild zu bleiben. Und genau hier bietet Gerhard Wohland, und dieser Name ist ja schon oft gefallen in dem Podcast, eben zwei verschiedene Wege an. Den einen habe ich gerade schon skizziert, das ist der, er nennt ihn Hochleistungstellerismus. In diesem Hochleistungstellerismus gehen die Organisationen davon aus, dass sie mit ihren alten bewährten Mitteln, also mit der BWL, die Komplexität so weit reduzieren können, dass sie wirklich die Steuerung bis zum Maximalen ausnutzen und somit probieren, der Dynamik Herr zu werden. Doch das kann nicht funktionieren, denn um der Komplexität der Dynamik im Außen gerecht zu werden, muss man auch im Inneren die Komplexität erhöhen. Und das gelingt eben nicht dadurch, dass man noch mehr Kennzahlen erhebt, noch mehr steuert, noch mehr Vorgaben macht, noch mehr Regeln einführt. Hier passiert dann auch noch ein weiterer, sich kaum abnutzbarer Irrtum, dass man probiert, durch Beratung immer wieder dazu zu bringen, Kulturentwicklungsprogramme zu machen, Dynamiken zu erhöhen, und diese behaupten natürlich, dass sie das können. Das hätten sie ja schon in 100 Unternehmen vorher auch gemacht. Dabei ignorieren sie die Pfadabhängigkeit, die individualistische Art jedes einzelnen Unternehmens, die eben aufgrund ihrer Vergangenheit zu ganz anderen Mustern Präferenzen hat als andere Unternehmen, und das muss alles mitgedacht werden in der heutigen Wirtschaft. Das Ende vom Lied, die Konsequenz davon ist, dass diese Unternehmen leiden, maximal leiden, unter sich selber, und sie wissen nicht warum. Es fehlt ihnen ein passender Erklärungsversuch, und deshalb probiert man es natürlich auf die Menschen zu schieben, das ist ja der nächstgelegene Grund. Und auch da wird wieder Beratung gefragt, um mit Mindset-Programmen, Kulturentwicklungsprogrammen und der Ähnlichen die Menschen, diese faulen Säcke, zu mehr Hochleistung zu treiben. Dann werden Teambuilding-Maßnahmen gemacht. Auch hierzu habe ich schon eine Podcast-Folge aufgenommen, die ich gerne in den Shownotes verlinke, dass auch Teambuilding nicht das halten kann, was es verspricht. Ganz abgesehen davon, dass natürlich die ganzen Poster, die dann mit Werten voll sind und die Innenräume der Organisation tapezieren, zu einer Menge Zynismus führen, weil jeder weiß, wie anfänglich erwähnt, dass es nur ein Spiel ist und dass man sich gegenseitig etwas vorspielt und dass man Werte eben nicht vorspielen kann. Der andere Weg raus ist das, was Gerd Wohland dynamikrobuste Hochleistungsunternehmen nennen. Und sie wechseln von der Frage wie
die ja sehr prozessorientiert ist, nach Methode, nach Wissen fragt, diese Unternehmen schwenken zur Frage, wer? Wer ist das Richtige für das Problem? Wer ist das passende Talent dafür? Da handelt man sich andere Probleme ein, nämlich, dass man auch hier wieder glaubt oder die Gefahr, die man dann läuft, ist, das Talent zu fragen, wie es das tut. Da ist wieder die Frage, wie. Und wenn ich dich frage, wie du Fahrrad fährst oder wie du Auto fährst, kannst du mir was erzählen, aber du wirst mir nur den Wissensanteil beschreiben und nicht den Könnenanteil. Und jeder, der Fahrrad fährt und Auto fährt, weiß, wie viel intuitive Übung, Gefühl dafür benötigt wird. Die Frage nach dem Wer ist ungewohnt, weil ich ja eben hier nicht mit Wissen oder mit Regeln und Prozessen steuern kann, sondern ich muss darauf vertrauen, dass das Talent in Umgebung des passenden Problems tatsächlich zur Hochleistung aufläuft und die Kuh vom Eis kriegt. Wenn das Talent das wirklich macht und mit dem passenden Problem in Kontakt tritt, dann kann ich anfangen zu beobachten, wie das Talent damit umgeht. Dann kann ich anfangen, von dem Talent zu lernen, und wenn ich dann Glück habe, wiederholen sich diese Probleme und ich kann im nächsten Schritt das Problem wieder auf die gleiche Art und Weise lösen. Aber die neuen Probleme müssen wieder vom passenden Talent identifiziert werden und von ihm gelöst werden. Also nochmal zusammengefasst, wohingegen die Frage wie die Vorderbühne adressiert, nach Prozess und Methodik fragt, ist die Frage wer, trägt die Frage wer der Komplexität Rechnung, die es eben heutzutage in Unternehmen gibt, in dem Teil der komplexen Wertschöpfung, also da, wo die Ausnahme die Regel ist, brauche ich Talente, die sich um diese Probleme kümmern. Da hilft mir die Steuerung und die Vorgabe von Regeln nicht und ist eine zentrale Aufgabe von uns als Agile Master, Scrum Master, Agile Coaches, Organisationsentwickler, diese Unterscheidungen in Unternehmen einzubringen. Welche Teile der Wertschöpfung funktionieren nach Norm? Welche Teile funktionieren mit der Ausnahme? Wo brauche ich Talente? Wo brauche ich Wissen und Vorgabe? Nur wenn ich diese Unterscheidung mache, können wir Organisationen helfen, aus diesem Taylorismus-Tal hinauszukommen, diese massiven Overhead von Steuerung zu reduzieren, die Organisation ein Stück weit von dieser Last zu befreien, durchzuatmen und wieder zu neuer Hochleistung aufzufahren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Beobachten. Teil uns gerne deine Meinung per Kommentar oder auch auf den Social Media Kanälen. Lass uns gerne eine gute Bewertung da. Wir freuen uns über deine E-Mail. Und am 16.8. findet unsere QA statt mit einer Live-Fallberatung. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Bis dahin, alles Gute, dein David.